Wunderschönen guten Tag. Ich begrüße einen neuen Folge auf der Holzer Map. Am Samstag. Ich bin gerade mit dem MB-Truck auf dem Weg zum Hof. Da müssen wir mal kurz Dünger nochmal auffüllen. Oh, ich hoffe, steht der Kollege hier noch im Weg. Ja, mit dem werden wir gleich fahren. Mal gleich anfangen hier mit Schwadern. Aber erstmal braucht man neues Dünger. So, hier ran. Ich hoffe, das passt wunderbar. Weil, füll mal auf. Weil wir müssen. Ich hoffe, ich war jetzt richtig. Das Feld hier, unser neues Feld. Das müsste eigentlich noch. Ja, das ist ein Wachstum. Ach nee, Das ist ja schon. Ach, der ist ja fertig. Ja, das ist ja richtig schön. Ja, dann haben wir jetzt den Düngerstreuer einmal aufgefüllt. Und wir den erstmal abpacken. So. Müssen wir ja noch runterlassen. Gucken wir mal ganz kurz. Ein Stück können wir noch. So. So sieht das gut aus. Ach ja, erstmal das ab und den so. So, den stellen wir zum Waschplatz. Den werden wir gleich mal waschen. Aber natürlich erstmal Fenster auf, wa? Na, Fenster zu, meine ich. Mal gucken, wo es ist. Da ist es. Alles zu. Gut, können wir ausstecken. Ach, wir laufen noch nicht. Wir sind doch nicht faul. Wir sind faul, so. So, dann machen wir hier mal. Ich habe hier zwar ein Dings drin. Ein Kurs, aber ich werde es erstmal alleine machen. Wir müssen nicht alles von den anderen machen lassen, ne? Ist das alles so? Oh, jetzt kommt der Kollege hier. Ne? Oh, der ist ja fast fertig. Das ist ja schön. Das passt natürlich sehr gut. Wir haben uns bestimmt gleich nochmal eine Quere kommen. Das sind ja nur kleine Bahnen, die er hier zu fahren hat. Ist ja nichts Großes mehr dabei. Oder? Ja. Oh, ist ja wirklich ganz klein. Na, so weit braucht. Wird es aber ganz schön aussehen. Oh, mit Tempomat lässt sich auch schön fahren. Ja, das müssen wir natürlich mal wieder abändern. Mal ein bisschen grün machen. Also wir finden irgendeinen schönen Mod, den wir da platzieren können. Aber eigentlich bräuchten wir ja nichts. Ich möchte hier auf die... Ja, mich erstmal auf den Hof konzentrieren sozusagen. Unser Ziel war es ja erst einmal... Sollen die Hühner kommen? Dafür ist ja schon auf jeden Fall schon mal alles angebaut. Also dürfte eigentlich alles halbwegs gut funktionieren. Hoffe ich doch mal. Ja, ich habe die. Was heißt, ich habe die Map an sich habe ich nicht geändert. Ich habe nur ein bisschen das Hofsilo geändert. Also ist jetzt nicht mehr ein reines Getreidesilo. Bei mir kann man jetzt an den Anbaufrüchten kann man fast alles reinschmeißen. Außer Stroh, Heu
Also alles, was man einsammelt, dafür habe ich mein Heulager. Und alles, was man abernten kann, kommt ins Hofsilo. Muss ich natürlich auch mal... jetzt wird es ein bisschen eng. Was hin? Ja, passt. Dafür musste ich natürlich ein bisschen das Hofsilo abändern. Musste auch erstmal ein bisschen schauen, wo ich das gefunden habe, die XML-Datei dafür. Jetzt warten wir mal kurz. Ja, passt. Oh, was hast denn da stehen? Den lassen wir einen großen... Hat auch das große stehen lassen noch. Ich habe mir letztes Mal so ein älteres YouTube-Video angeguckt von einem anderen YouTuber. Er hatte so einen richtig schönen Bandschwader, aber den habe ich leider nicht gefunden. Also für LS19 gibt es den auf jeden Fall noch nicht. Das war ja im LS17 das Video. Oh, ich war ein bisschen zu weit drüben. Das war ein bisschen zu weit. Zoomen wir mal hier mal aus. Ach, den Krümel können wir da liegen lassen, das ist ja. Der Kollege ist auch fertig, wunderbar. Ja, funktioniert doch eigentlich alles. Wir ja eigentlich versuchen mal den Kurs habe ich ja gespeichert. Dann weiß ich gar nicht. Ich glaube, jetzt bin ich auch schon falsch gefahren. Das war bestimmt zweimal Vorgewinde. Und ich fahre jetzt hier dreimal. Oder? Gucken wir mal ganz kurz. Nee, das war auch dreimal Vorgewinde. Okay. Machen wir mal ganz kurz so. Wir nehmen den hier mal schnell weg. Dann lassen wir den Crossplay weiterfahren. So, du bist fertig. Das ist alles schön ausgemacht. Wunderbar. Lass mal den hier mal weiterfahren mit Crossplay. Wenn es funktioniert, ich hoffe doch. Ah, der wollte jetzt gerade was anderes machen, glaube ich. Dann müssen wir ganz kurz gucken. Ah, so, okay. Bin ich schon dreimal gefahren? Nee. Ah, es ist natürlich jetzt so. Stimmt, der macht ja. Stimmt, der macht das ja gar nicht mittig. Ne, den können wir gar nicht. Dann lassen wir ihn jetzt mal hier. So. Genau, nimm mal den. Fahr mal deine Kurse. Und den werde ich mit denen einfach mit dem Ladewagen gleich hinterherfahren. Das werden wir denn zum Komposter bringen. Stimmt, da habe ich ja gar nicht gedacht, der macht ja den Schwader gar nicht in der Mitte. Der macht das ja auf der linken Seite. So, das hat man ja hier hin nicht. Oh. Noch ein bisschen nach da vorne noch. So, so. So, gucken wir mal, ob wir den jetzt... Ach, falsche Taste. Ach ja, den können wir so. Perfekt. So, dann legen wir das daneben. Ach so, müssen wir erstmal... Stimmt, das müssen wir jetzt runterlassen. So, abkoppeln. Wunderbar.
Der Ladewagen steht da, genau. Das war ein bisschen zu schnell gerade. So, jetzt müsste es aber passen, oder? Jo. Alles dran. Ja, es war natürlich sehr, sehr eng bemessen hier der Platz. Aber, ja, wir kommen raus. Alles gut. Gut, dass im Eierlager noch keine Dings sind. Dass da noch nichts drin ist. Mal gucken, ob wir jetzt in der Dings, in der Folge hier noch gleich mal schaffen. Einmal. Einmal wenigstens zum Komposter zu kommen. Der da hinten. Ich bin etwas verwirrt. Schnell vorbei, bevor er zu kurz wird. Oder was immer er auch macht. Ich verstehe es gerade gar nicht. Fängt er jetzt hier hinten an? Nee. Ich lasse ihn einfach. Ich lasse ihn einfach machen und gucken, was dabei rauskommt. Ich hoffe, es ist halbwegs sinnvoll. Die ersten Bahnen habe ich eigentlich sehr schön hier gemacht, ja. Gucken, was dabei rauskommt. Oh, der müsste auch mal bald repariert werden, der Traktor. 39% schon, huh. Sonst wird es, glaube ich, alles ein bisschen schneller gehen, wa? Na ja, mal gucken. Haben wir auch noch ein Stück Weg vor uns gleich. Aber wir werden, glaube ich, einmal die Bahn hier auch zu Ende fahren und dann gucken, wie viel Prozent wir drin haben. Oh ja, wir sind ja fast voll, das passt. Den können wir einmal hochfahren. Jo, das ist auch schon voll. So, dann brauche ich mal die Karte. Ich muss mal gucken. So, einmal da links, hinterm Hof links. Dann da hoch. Okay. Gucken, ob wir es schaffen. So, jetzt müssen wir die Straße hier links hoch. War das schon mal? Ja, das war schon mal richtig. Was haben wir hier? Der Graberhof. Aha. Hier ist... Zäune. Zäune, Zäune, Zäune. Hier ist, glaube ich, gleich der nächste Hof. Genau, das müsste der andere Hof noch sein.
Bergab ist schön, aber gleich geht es wieder bergauf. Das wird nicht so schön, glaube ich. Ja, aufpassen, Zäune, Büsche. So, und jetzt hier jetzt links, ja. Hier gibt es ja zum Glück keinen Verkehr. Ich hoffe, ich war jetzt richtig. Ja, ich war richtig. Sehr schön. Ein bisschen Landschaft hier betrachten. Was haben wir denn hier? Ich glaube Luzerne, oder? Dürfte ja bestimmt die Luzerne sein. Ja, bei meinem Heulager, da muss ich noch gucken. Ich wollte da noch das Eis einbauen, was bei Mais Plus, so wie Frischmais und so, dass man das dann laut ablagern kann. Da hinten ist schon unser Produktionshof. Ich glaube, in der ersten Folge habe ich schon mal gezeigt. So, und hier vorne haben wir gleich den Kompost dahin platziert. So sollte ja eigentlich jetzt alles funktionieren, wenn das macht. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Bitte enttäuscht mich jetzt nicht. Ja, sehr schön. So, alles rein da. Ja, wie gesagt, mit dem Diesel, das war mein Fehler. Ich hatte vergessen, ui, das war laut. Ich hatte vergessen, hinten beim Tank die Kabel zum Traktor zu verbinden. Dadurch konnte ich hier keinen Diesel abtanken. Aber jetzt funktioniert es. So. Erstes Ding ist drin. Boah. Ist das jetzt schon wieder Dings? Ist das hier schon wieder... War das die jetzt richtig? So. Das läuft. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob hier Schweinefutter, Kuhfutter, die Mischanlagen, ob die eigentlich gebraucht werden hier. Oder ob das alles so mit Einzelproduktionen funktioniert. Pelletanlage haben wir auch schon. Da fehlt uns dann natürlich, die Maschinen fehlen uns dafür. So, wir sind auch schon wieder am Ende der Folge. Deshalb werde ich mal schnell hier Oberreiterhof. Ja, ist meiner. Perfekt. Klappt. Kannst du hinfahren. So, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ah, hier kommt ja noch eine Folge. Riesenbeck. Morgen auch nochmal eine Folge Riesenbeck und dann startet ja schon wieder die neue Woche. Ich bin ja gespannt, wie lange es noch dauert mit der Steppenbach. Aber ich denke mal, bestimmt noch eine Woche, anderthalb Wochen können wir uns noch bestimmt noch gedulden. Sobald es aber da ist, wird es davon auch noch ein Let's Play bei mir geben. Aber bis dahin, schönes Wochenende, reingehauen, abgeklatscht, tschüss.